Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren bzw. der letzten Folge zur Closed Beta von Anno 1800. Game save. Gründe, warum ich jetzt schon weiß, warum das hier die letzte Folge in der Closed Beta ist, ist einerseits aufgrund der Uhrzeit. Okay, weil ja, viel länger. So viel länger geht die hier Closed Beta jetzt nicht mehr. Ja, zudem habe ich im Grunde alles, so ziemlich alles gemacht, was ich hier in der Closed Beta machen konnte. Weshalb sich die Closed Beta dementsprechend auch logischerweise dem Ende entgegenneigt. Gut. Und ja, in dieser Folge hatte ich halt nochmal das Ziel, quasi hier die bisschen. One final look. I cannot thank you enough for saving our publishing house. Quite the windfall after being cut loose from our angered, elderly stakeholders. My basket is flowing out. Uncompromising journalism. That blooming turnip was the size of her head. Jupp, mit denen bin ich dann da gleich weg. Give her sample, sir. The people celebrate your leadership. Your city has grown more beautiful. Das ist doch schön. Instability 1500, ja, okay. We've been lured to a vile shantytown. Das ist nicht ganz so optimal. 1500, dann sind die am negativen Bereich. Ach du Scheiße. Ja, das läuft noch alles, ist derzeit. Also, ja. Gut. That fish boy smells gurtless. You're tying a knot. Never. We need raw materials. Okay, das heißt quasi, dass ich hier auch ein bisschen weitere Säge hier anbauen sollte, denke ich mal. A competitor's island withstood an attack. It is a terrible shape, it is. Gut. Hop. Gut, damit haben wir hier einmal das. Und Hopp. Gut. Gut. Damit hoffe ich, dass das hier dann auch nochmal besser läuft. So, wie sieht das hier? Ja, okay. Fabric habe ich damit hoch nochmal. Dadurch, dass ich das hochgedreht habe, kann ich doch wahrscheinlich auch einmal den hier
um 5 und den hier. Okay, erstmal 10 und 10. Gut. Gut. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Der steigt ja langsam, das ist gut. Ja. So. Damit habe ich die Insel da schon mal wieder. Was muss ich jetzt hier noch machen? Okay, das funktioniert schon mal. Ja, okay. Dafür brauche ich halt wieder Cotton Fabric, aber das kommt hoffentlich gleich. Kaffee habe ich. So, Sewing Machines sollte hoffentlich bald mal wieder kommen. Bier. Ich denke, Sewing Machines sollte ich auch. Den Grund. Erstmal Grundlage sozusagen auch. How thrilling! A renowned personage has arrived. Gut. Dass ich sozusagen immer zumindest eine Grundlage mir auch so kaufen kann. Das war der Sinn davon eben, von dem, was ich gerade gemacht habe. Und okay, 1000. Our grandmothers would never have believed this. Aha. You're tying the knot. Never. My basket is flying. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so, falls ich das so jetzt lassen würde, nicht ganz so optimal ausgehen würde. Deshalb. Hoppala, die Doppala. Don't even mind the neighbors. Gut. How about a cup of coffee? You've been playing for 2 hours. Ja, das ist mir durchaus bewusst, dass ich schon seit der Zeit spiele, aber hey, ich muss halt die Beta ausnutzen. Oh, should have seen her face. Solange sie noch läuft. That blooming turnip was the size of her head. Gut. Darling, bring your pa his hat. Hoppala, die Doppala. So, hopp und hopp. Und ja, ich denke, ich baue hier jetzt auch einfach nochmal einfach einen weiteren Marketplace. Gut. Und ich denke, dass ich auch einfach mal. Admiral! Ja, keine Bange, mach ich gleich. Bella, hopp. 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 Fetid, festering filth. Hopp. Okay, den da oben vielleicht einmal wegmachen. Gut, aber das dürfte jetzt da wieder funktionieren. Gut, dann kann ich hier jetzt. Was ist jetzt hier? The Mad Preacher, wuhu. Ah, schon wieder. You're tying the knot. Never.
this morning, I was. Gut, das dürfte hoffentlich dann reichen, um den voll auszubauen. Gut. This morning by yours truly. Gut, gut, gut. Der ist dann fast voll ausgebaut. Ich denke, hier sollte ich auch nochmal Steinstraßen. Up with a lark this morning, I was. Hoppala, die Doppala. Gut. That blooming turnip was the size of her head. Yeah, new buildings have been unlocked. Whoop, whoop. Ah ja, dafür brauche ich Glas, um den hier zu bauen. Aber brauche ich, denke ich, auch nicht hier. Were the world a book, most wouldn't pass the forward. Shame, because chapter one is just about the juiciest. Und Schokolade kann ich nicht produzieren, weil ich keine Investoren habe. Damit habe ich quasi alles gemacht, was ich in der Beta machen kann. Derzeit so. Was das angeht zumindest. Gut. Ich brauche Theo. Also was? Warte mal, wenn ich jetzt... Das interessiert mich jetzt gerade. Das... So. Hier habe ich jetzt ja auch alles geschafft. Das ist mir also relativ wumpe jetzt, was das angeht. Gut. Ich gehe da mal... Diplomatie einmal. Chance of success 0. Volatile, vengeful, vicious. Yeah, sounds like me. Gut, wir sind wieder etwas besser. Reputation bei 27, low. Das heißt, wenn ich jetzt den... So, ich möchte... Also ich möchte ja immer noch mir hier eigentlich diese Insel kaufen. Das werde ich wahrscheinlich auch... Den Scheiß werde ich wahrscheinlich auch noch abziehen zum Ende. Und zwar habe ich dafür auch eine Idee, wie ich das machen kann. Kann ich dich abreißen? Gut. Demolish, ja. Plus 3. Okay. Plus 3. Plus 7. Gut. Dann nehme ich dich nochmal raus. Und, ja, keine Bange. So, und jetzt... Jetzt kommt nämlich der ganz lustige Spaß. Danke für diese Insel. Was passiert jetzt da gerade? Wehe, die ganze Insel wird jetzt quasi geplättet. Das finde ich irgendwie doch etwas... Ey... Don't. Really? The festival has ended. Ist ja... Okay, das finde ich irgendwie kacke, dass gerade die ganze Insel geplündert wurde. When my board won't let me expand. I wouldn't have touched that patch with a barge pole. Sometimes you just have to take a cudgel to other people's heads.
So, aber... ich hab ihr einfach mal die ganze Insel unterm Arsch weggezogen, sozusagen. Also, Diplomacy, mich interessiert einfach mal. Boah, wow, sie ist ein bisschen eingestunken. Admiral! Oh, vor allem das Lustige wird ja sein, die Folgen daraus werden wahrscheinlich auch ziemlich lustig sein. Gut. Selfless, just do your children. They steal your children, the air hangs heavy around the sailors as they question with us in the butt. The host considers the explorers half hopeful and half guilty from the certitude that non-paying jobs are not the ones your crew enjoys. You've traded many times. One child has to be offered with each new moon, and Ada explains as she gestures towards the nearby river, or else bandits raid the surrounding settlements. Tomorrow the bandit steamboats will come and claim this. Ich mach mal den, komm. A good seaman is known in bad weather. Gut, back towards the distant barn. Half a dozen armed men guards the building. Den hier mach ich. And the stiffer ceiling escorts before they hush the kids and squat behind what few monitoring the attack wasn't noticed. Good. Annoy the danger and leave the with the children you have already saved. Does not make for the lack of number. The crew manages to take down 5 guards before the noise attack and the sail. Okay. Winds in our sails. Gut, was war das jetzt hier noch alles? I like to have a finger in every pie. N, Harlow und Barry O'Man now have a key swire. Aha. Hat mal Diplomacy. Gut, wir sind noch nicht im Krieg. Das ist schön. Wir beide können noch. Low, zero, Ja, schade. Der Keyswire wird dann wahrscheinlich gleich wieder aufhören, Action, high. Chance of success, high. It is not at all what I am used to. Ja, gut, das heißt, die habe ich hier auch. Also ich möchte sie ja nicht beleidigen. Ja, das ist... Also ich habe eine Reputation von 91 mit ihr. Das ist gar nicht so schlecht. Mit ihm bin ich... Ja... Bin ich auf normal. Sie... an sie versuche ich mich gerade quasi noch ranzuschnuggeln ein bisschen, aber... Das ist halt nicht ganz so einfach. Vor allem dadurch, dass der Peace Treaty jetzt aufhört. Sie ist mir eigentlich relativ egal. Let's keep that one on the quiet. Schleim, Schleim. Ich hab dir deine Insel abgekauft, aber hey. Ceasefire has ended. Ship under attack. Not unless we get what's ours. Okay. Ja, wie kann ich denn aufhören? Hallo? Ich denke, ich sollte hier erstmal mal schauen.
ist hier zusätzlich, es ist ja zufällig noch irgendwie hier ein Schiff irgendwo. Ich habe irgendwie das... Fuck. Ja, das ist scheiße. I don't expect you'll show mercy. Call that a storm? Why, it was nothing at all. Fuck, da habe ich jetzt ein Schiff durch verloren, weil ich da mal nicht aufgepasst habe. Mist, egal. Gut. Ich finde es immer noch lustig, dass ich ihr hier die eine Insel abgekauft habe. The festival has ended. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch... The city has grown uglier. Ja, Global Population ist ganz schön gestiegen insgesamt. Gut. Paragras wird wahrscheinlich gerade hier komplett den Bach runtergehen, kann ich mir vorstellen. Der Ruckel, also der hängt gerade, denke ich, etwas. Gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt hier jetzt auch enorme Probleme haben wird, da ich... die Stadt hier hat keine Paprika beispielsweise. Hopfen hat sie, das hat sie, aber... Kartoffeln hat sie? Doch, Kartoffeln hat sie. Gut, wollte schon sagen, das wäre lustig gewesen. Also Paprika hat sie schon mal nicht, das heißt, dass sie da ein bisschen Probleme hat. Wow. Okay. Das klingt aber auch mal geil. Okay. So, aber meins so ist schöner. For my little regulars. Ah, you won't spot him through. Give her work and education, and they'll forgive you the rest. Aber naja. So you want to play that game? Ich kaufe mich doch nur bei dir ein, mehr nicht. Boah. Das wäre auch geil, wenn ich einfach die Hauptinsel auch noch abkaufen würde, ey. Das wäre echt ziemlich geil. Ich weiß aber auch nicht, wieso das eben wieder so laut war, das Sound, aber egal. Okay. Ja, das ist ätzend, aber die anderen Sachen funktionieren alle nicht so. Daher. Gut. I suppose she'll do. Gut. I can't even dream what is yet to come. Okay, ist mir egal. Wie sieht die eigentlich aus mit den Inderinnen? So halbwegs? Okay, ich stehe jetzt auch so. Bin ich hier echt komplett voll mit? Jupp. Gut, das... Aber wenn ich so voll bin mit denen, dann kann ich doch auch hier eigentlich mehr von denen nach unten abtreten. Gut. Aber mal rein aus Interesse. Was habe ich denn hier eigentlich alles, was noch quasi im annehmbaren Bereich ist? Okay. Malz habe ich plus immerhin. Gut.
Oh. Oh. Game save. Darum geht alle. Warte mal, die wollten doch irgendwie. Every day is Christmas. Ob du nicht. Ihr wart doch. Ja. Aha, darum geht da also alle gut. Das heißt, dass ich hier am besten mal schaue, dass ich mehr rumbekomme vielleicht. Aber ansonsten, so viel brauche ich den ja auch nicht. Gott sei Dank. Also jetzt lohnt sich das tatsächlich auch die Welt des Pirates Prevail, okay. Certain gentlemen might recoil seeing ladies travel alone, but that is well. Das wäre natürlich auch noch geil, wenn ich das hier schaffe. Aber you don't want to go belly up. You're a peculiar sort of genius. Gut. Warte mal, das heißt, wenn ich den jetzt einfach. Ich hab hier ja noch überall. So, ich kann meine Stadt noch weiter ausdekorieren, damit ja. Und das soll ich auch. Und sowas soll ich auch machen. Weil. Das bringt mir wenigstens ein bisschen Kultur noch wieder weiter. Und ich habe ja sonst nichts Besseres, was ich sozusagen machen kann. Beziehungsweise machen brauche. Na toll. Es brennt. Klasse. Welcher Idiot hat mal wieder geraucht? Okay, gut. Das heißt, dass ich hier wieder was machen kann. Yay, die sind zurück. Segel, okay. Boilmaker und Segel. Mhm. Reporting in. Wo brennt's denn überhaupt? Oh, da unten. Aber hier, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich habe ja Feuerwehren. Die müssen das eigentlich ja doch gelöscht bekommen. Hoffe ich zumindest einfach mal. Ich denke aber mal, wenn ich auch so auf die Uhr schaue und sowas alles, ich kann langsam mal zu einem Fazit kommen kann über die Beta. Also ja, Punkt Nummer 1 ist es natürlich eine Beta, das heißt, es läuft noch nicht alles einwandfrei. Das merkt man, weil das Spiel teilweise doch immer noch sehr relativ ruckelt. Ich hoffe, dass das halt noch ein bisschen gefixt wird. Die KI ist vielleicht nicht so herausfordernd, aber ja. Ist auch lustig.
schön, die hat sich hier so eine neue Insel geholt. Mhm. Game save. So, ach schade, hier kann ich noch nicht direkt den nächsten. Wäre auch lustig gewesen, einfach zack, mich bei den nächsten einkaufen. Has been vanquished. Aber Share-Einkommen von 3812 ist, 14 ist eigentlich schon ganz geil, finde ich. Das ist echt schon ganz gut. Ich finde es halt tatsächlich ein bisschen komisch, dass hier, wenn ich halt diese Insel hier kaufe, alles wirklich instant weg ist. Das finde ich ein bisschen sehr komisch. Muss ich ehrlich sagen, das erschließt sich mir auch irgendwie rein logisch nicht so ganz, dass das dann einfach alles so weg sein sollte. Aber hey, vielleicht ist das ja auch nur in der Beta der Fall. Na, obwohl eigentlich denke ich nicht, dass das nur in der Beta der Fall sein ist, aber ich hoffe einfach, dass sie das nochmal bis zum Release des Hauptspiels im April haben sie es ja verschoben, wenn ich mich nicht irre, das nochmal ändern. Weil so finde ich das irgendwie einfach komisch, dass ich, wenn ich halt quasi eine Insel von der KI übernehme, dass dann wirklich alles komplett geplättet wird. Das erscheint mir doch irgendwie etwas merkwürdig, sage ich mal so. Gut. Not cupping. Perhaps this island is as yet unclaimed. My bannermen tread new soil, benevolent yep. One. Kein Problem. Diplomacy. Ich möchte mit dir eigentlich. Low. How wonderful! You've taken Stark. Pity on us. Nein, hab ich nicht. Sorry. Ich möchte eigentlich mit euch. Na toll, Insert würde in Yasserton funktionieren. Toll. Das ist nicht das, was ich möchte eigentlich, aber hey. I fear I must wade up river. Okay. Gut. Aber egal. Boah. Ich habe immer noch Military von 70, Economy von 19, damit bin ich weit über allen anderen. Ihr habe ich ja ein bisschen ins Bein geschossen, damit dass ich die Insel geplättet habe. Da ist hier ein ganz schöner finanzieller Punkt weggeflogen. Plus, dass sie halt einen ganzen Versorgungszweig quasi wieder neu aufbauen muss hier. Und die Insel hat nicht so viel Platz. Kommt ja auch noch hinzu, dass die Insel hier nicht so viel Platz hat. Gut. Ja. Ich hoffe, dass die das mit den Frames noch ein bisschen in den Griff bekommen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, finde ich das Spiel bisher super. Also mir gefällt es echt verdammt gut. Es gefällt mir besser als die beiden letzten Anno-Teile, die beiden Zukunftsteile, also Anno 2250 und 2207 war das, glaube ich. Ja, 2050 und zwar. Nee. I could simply go to press. Ah, nee. In journalism, one holds a mirror to life, amplifies the voiceless, pursues truth. In newspapers, you do what you're told. The magic is wearing off. Das ist irgendwie nicht so optimal, aber egal. Gut. Uncompromising journalism. Ich wusste nicht, dass ich hier Brotmangel habe, um ehrlich zu sein. Ich habe doch gar keinen Brotmangel, also what the fuck? Was hat er? Engineers deride art, but true beauty lies not in things seen, but those unseen. Oder wollen die hier irgendwie Brot haben? Oder irgendwie. Also.
wenn überhaupt, könnten das nur die hier sein. Aber nein, die wollen noch kein Brot. Die hier, hier ist nichts. Also die können kein Brot haben wollen. Die Insel ist ja leergefickt, danke mir. Habe ich das nicht schon hinbekommen? Ja, also, was wollen die da mit dem Brot? Also, keine Ahnung, was das mit dem Brot sollte. Warte mal. Da, Influence kann ich vielleicht nochmal schauen. Was war... Okay. Expansion und Optimism. Expansion ist Common Pierce Islands. Aha. Ah, okay. Commuter Pierce könnte ich theoretisch... Ja, okay. Kann ich sogar noch weitere bauen erstmal. So, Kultur halt. Zur Modelle kann ich weitere erstmal so machen, theoretisch. Ich weiß halt noch nicht ganz, was das... Also, ich finde das hier erstmal interessant, aber das hat halt bisher noch überhaupt keine Auswirkungen, beziehungsweise... Ich weiß auch noch nicht so ganz, was das letztendlich bringen soll, so. Aber ja. Insgesamt finde ich das Spiel bisher halt wirklich sehr, 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 sehr gut. Es ist, also man kann halt wirklich wieder Stunden da reinstecken. Ich habe ja jetzt schon Stunden in die Closed Beta gesteckt. Ich denke, dass ich locker, wenn ich mich nicht irre, könnte das hier Folge 15 sein. 15, 16 so um den Dreh rum. Also über 10 Stunden habe ich die Closed Beta mindestens gespielt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich die Closed Beta um und bei 12 Stunden gespielt habe sogar. Also das ist wieder so ein Spiel, wo man richtig schön viel Zeit drin investieren kann. Und ich finde es richtig gut. Also das ist was next visit in... Ah, okay. Tendency plus 4, das war auch schon. Putting the first foot out of the door was the best decision I've ever made. Ja, ich habe ja Kultur hier ein bisschen auch hochgemacht. Ah, Festivity ist hier sogar noch im Ort, das ist doch auch schon. A bit municipal, Pleasant City. Isn't it? So, aber ich kann ja, also, es will sich nicht lohnen für mich, hier noch irgendwas auf eine Expedition zu schicken. Weitere Item-Sockets habe ich hier nicht frei. Ich könnte den hier noch. Chains of Fire, Illness, Riots. Wieso nicht? Einfach mal da reinstecken, dann hat sich das einfach... Gut, warte mal, wo... ich bin gerade am überlegen, wo habe ich eine teure quasi Industrie? Ich denke, das ist ein relativ teurer Industriebereich dort. Dann kann ich hier doch eigentlich Maintenance auf minus 30% packen. Dann... Ja. Das ist... Oh, I'm always busy, Duck. The field don't tend itself. Gut. Dann geht da das runter. Ja, das ist nicht so. Ja. 500, 100, aha. We put our love into this. 50, aha, 100. Gut, minus 30% macht da eigentlich schon mal einen ganz guten Unterschied bei wiederum. Okay, aber... The finishing touches, and there. Ja.
This city is a magnet for genius. Gut, da kamen dann die nächsten Besucher wahrscheinlich wieder. 650. Okay, an königlichen Steuern habe ich 903. Also ich sag mal so, mit den Besuchern kann ich zumindest meine Charterrouten bezahlen. Mit meinen Jornaleros kann ich meine royalen Steuern bezahlen. Ja. Mit den Workers, Farmers und Artisanen bezahle ich meine Maintenance, mehr oder weniger. Share Income gleicht halt ziemlich viel da aus. Share Income gleicht eigentlich meine Steuern, meine Charterrouten und mein Abgib für die Schiffe aus. Das ist schon ein ziemlich großer Punkt. Und die Maintenance ist auch echt 15.000, aber ey. Gut, warte mal, ich war hier nicht noch. Sorry, darauf wollte ich nicht. Nein, mit dir bin ich noch nicht im Krieg. Letter, Zero, Fuck. Das ist nicht ganz so optimal. Gut. Ach komm, ich mob die mal ein bisschen weiter. I know what you're after, and I can't let you have it. Das wäre so lustig, wenn ich jetzt auch noch ihre Hauptinsel theoretisch aufkaufen würde. Okay. 9000 ist schon hart. Das ist schon echt hart, 9500. Vor allem, man muss ja bedenken, je mehr Anteile ich von ihrer Insel kaufe, desto weniger verdient sie halt auch an ihrer Insel. Weil sie muss mir halt ja auch dafür bezahlen, dass ich die Anteile habe. Also, das ist auch lustig. Und mit einer Balance von plus 9500 beziehungsweise 9600. Ja. Dieses Spaß. Da komme ich relativ schnell auf die nächsten 100.000 um mir theoretisch. Okay. Da sagt das Game dann nein. Da sagt das Game dann nein. Das will. Ja, das wollen die nicht haben. Wäre aber lustig. Schön quasi die KI abfacken, indem ich ihre Hauptinsel auch noch aufkaufe. Vor allem. Das wäre echt ziemlich hart. Wenn ich der ihre Hauptinsel abkaufen würde, dann hätte sie jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt nur noch diese kleine Insel hier. Looking for my little Regulus. Ah, you won't spot him so easy. Okay, sagen wir mal so, sie hätte noch die Inseln in dem anderen Bereich, in der neuen Welt, aber davon würde sie nicht überleben können. Also das würde nicht ausreichen. Wenn ich ja diese Insel hier abkaufen würde, dann jo. Spaß. Definitiv Spaß dann für die. Aber ja. Also ich sag mal so, diese Insel hier mir zu holen, hat mir irgendwie zu dem Zeitpunkt noch gar nichts gebracht, weil ich halt bisher noch kein
Nitre irgendwie gebraucht habe. Daher hat diese Insel mir bisher noch absolut rein gar nichts gebracht gehabt. Aber ich denke, Nitre wird wichtiger, genauso wie auch einige Sachen wie Zink, Limestone und sowas, wahrscheinlich erst bei, wenn man Ingenieure hat, aber dadurch in dem, hier habe ich ja noch keine Ingenieure, in der Closed Beta, sondern über Artisan geht es nicht hinaus, daher, aber ja. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Closed Beta bzw. mit dem Spiel. Es war für eine Beta sehr gut spielbar, fand ich. Man konnte auch dementsprechend viel Zeit, also man hatte auch genügend Zeit, um halt wirklich sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Wie man ja daran sehen kann, dass ich es ja wirklich geschafft habe, hier komplett alles zu machen. Okay. A fire broke out. Aha. Wir sind schon wieder im Krieg? What the fuck? Wie hast du das geschafft? A competitor's island is under siege. Oh, fuck it. Ich hab so das Gefühl, dass die da oben meine Insel angreift. Your city has grown uglier. Oder welche? A fire broke out. Welche Insel wird... Achso, oh. See where I'm coming from now? Hey, really? All the evidence we had in war would sink to the bottom. Disposing of the bodies is... Kann die mal mit der Scheiße da aufhören? Das ist echt... Wieso hat sie die Dinge eigentlich immer noch genau davor stehen? Das ist echt ätzend. More people are rioting. Ja, das ist kacke. Soon they'll have nothing left. Aber ja, ich kann jetzt nichts mehr machen, daher. Ja. Damit dass die Tante mich nochmal abfacken möchte, weil ich halt in der neuen Welt keine Schiffe habe, beende ich hier jetzt mein Einblick in die Closed Beta von Anno 1800. Daher, ja, ich freue mich schon mega aufs Spiel. Ich weiß noch nicht, ob ich zum Spiel ein Let's Play machen werde, weil das ist halt so ein Endlos-Game, da kann ich halt Stunden rein investieren. Und ja, okay, es kommt erst im April raus, aber zur Zeit ist es ja auch am 1. Februar ist auch Sermon Contract with the Devil endlich erschienen, also die richtige Version erschienen, die habe ich mir auch gekauft und die wollte ich eigentlich auch nochmal dann bald anfangen. Zu Let's Playen. Die Demo habe ich ja schon Let's Played. Aber ja, da muss ich halt auch sehen, ich habe die ja derzeit noch mit Darksiders 3, mit Soul Calibur, mit Parkitect bin ich ja noch relativ gut dabei. Was das alles angeht, also ja. Aber ja, das war mein Einblick in die... ja, das war es jetzt erstmal mit dem Einblick in die Closed Beta von Anno 1800. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe mega Bock aufs Game. Ich werde es mir auch hundertprozentig holen. Ja. Vielen Dank. Dann bleibt nichts anderes übrig für mich zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis zu einem anderen Mal. Ich habe ja noch genügend andere Let's Plays. Also dann, ciao.